Da sind wir auch wieder zurück bei Left 4 Dead 2. Und der Gronkh macht hier wieder Bauarbeiten, irgendwie. Weiß ich auch nicht. Ich mach Umdeko. Ich bin Tine Wittler, hier im Hell's Hospital. Ja, die Ähnlichkeit ist auch frappierend. Ja, ja. Das war jetzt, ja, das ist auch hier, wie heißt das denn nochmal, wenn man so die Inneneinrichtung so einrichtet, dass es das alles in dem richtigen Qi läuft. Genau. Die ganzen Energien. Heißt nicht Qi, oder? Nee, das Feng heißt Shui. Feng Shui. Ah, Feng Shui, genau. Genau, Feng Shui. Ein alter Pilz. Hier. Weiß ich doch. Feng Shui. Ach, es fängt Shui an hier. Genau. Ja. Ach, der Rumpel läuft mir wieder genau in die Knarre. Ja, natürlich. Warum drückst du denn ab? Ja, natürlich. Ich schieße und du springst rein. Wie so ein, weiß ich nicht. Du siehst dich halt gerne in der Opferrolle, glaube ich. Ich finde das so geil. Die haben hier noch, übrigens, das sind hier so Krankenhaus-Patienten, die hinten, den Arsch nackten frei Arsch haben. Oder? Ja, genau. Ach so, echt? Boah, da muss ich mal genau gucken. Oh, 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 oh. Ich finde übrigens... Die AK braucht verdammt lange zum Nachladen. Ja. Ich finde übrigens die Zombies, die Zombie-Schreie, also das heißt insgesamt die Töne hier von den, von Left 4 Dead, auch wesentlich besser als bei Dead Island. Hunter, ich sehe einen Hunter. Ja, und da sind Smokers auch da. Weg. Sehr gut erledigt, hast du gut gemacht. So, hier müssen wir hoch, seid ihr alle da? Ich höre schon wieder so einen Charger irgendwo. Oh oh. Oh, oh nein! Huma. Ach, na geil! Okay, das ich wird nicht. Abgehen. Ich auch nicht. Das ist nicht viel. Ah, das bist du, Alter. Sorry. Ja, ja. So, die kommen jetzt langsam. Also, wir haben Zeit. Die kommen jetzt die Treppe hoch hier. Die Leiter. Es regnet, es regnet. Zock. Die Erde wird das. Von Blut. Jetzt kann ich nur sagen. Was? Nein! Das war Slayer, Rain in Blood! Müssen wir nach oben? Haben die das von Slayer, ja, wir müssen von dem nach Track oben geklaut? Ja, Slayer hat das von Grieg geklaut. Oh, 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 oh. Geh mal weiter, Gronkos. Ich kann nicht! Ich will dir nicht, ich will dir nicht, ich kann nicht stecken bleiben. Alter! In wem stecke ich denn gerade drin? Boah, Vorsicht, Rumpel. Hey! Ich hab den Headshot verpasst. Ich dachte, du wärst ein Zombie, du sahst so schlecht aus. Also wie immer. Ja. So, eine übliche Ausrede, wenn du mich schlägst. Ist runterspringen, hops! So, könnt ihr euch hieran auch noch erinnern oder ist das außerhalb eurer Erinnerungs... Ich erinnere mich, dass es scheiße schwer war. Ja. Ja, ich erinnere mich, dass wir irgendwie mit dieser Meldehalle, ne, Satellitenschüssel irgendwie oben am besten hier positionieren, war das doch, oder? Da würde ich mich nicht positionieren. Also so habe ich das, glaube ich, beim letzten Mal gelöst, als ich das vor 5 Jahren gespielt habe. Oder aber das ist eigentlich nicht schlau da oben, weil da oben kannst du von einem Smoker sehr, sehr leicht runtergezogen werden. Also wir waren meistens hier oben positioniert und zwar so, dass uns nicht von hinten irgendjemand wegcashen konnte. Oh, ich habe mich gerade verletzt, ich Idiot. Ich bin da runtergesprungen. Ein riesen Risiko eingegangen. Hier gibt's einen Granatwerfer. Soll ich mir den mal schnappen? Oh, bitte nicht. Doch, bitte schon. Zeigen, Alter. Oh. Komm, da muss doch sein, da muss doch drin sein, so ein Granatwerfer. Also, mein Vorschlag, mein Vorschlag wäre, dass wir uns hier etwa positionieren und zwar zwei gehen hier rüber, wo Zoe. Ich gerade hin bin. Warte mal, ich sehe gerade nichts. Hier ist Zoe, die ist gerade hier, die macht Metzing. Guck mal, stellt sich einfach in die Tür die ganze Zeit. Alter, von dem probiere ich mal den Granatwerfer auf. Schätzchen! Pam! Schießt er mich fast an. So, also, weil nämlich dort ist die Position, also die Munition, wo der Gronkh ist, ist Munition, ja. Mhm. Hier, wo ich bin, haben wir 2 Gasbuddeln und einen Haufen Pipes und 2 Kanister. Und die Kanister würde ich auch schon mal nach unten setzen, weil da kommen ja insgesamt, glaube ich, 2 oder 3 Tanks jetzt. Das heißt, die Kanister nur anschießen, wenn der Tank kommt. Denn sobald der Tank brennt, geht's dem richtig schlecht. Okay, soll ich hier stehen bleiben, wo ich stehe, an der Knarre? Ja, musst du mal aufpassen. Da muss eigentlich immer einer bei dir sein, um deinen Rücken freizuhalten, weil da kann es halt relativ leicht sein, dass von hinten welche dich abcashen. Ah, okay, das stimmt. Da kannst du dich also nicht soll ich umdrehen. Lieber zu euch kommen dann? Ich würde auch eher mit der normalen Waffe als mit dieser stationären kämpfen. Okay. Dann kannst du dich leichter umdrehen. Ach, vor allem kommt man hier auch easy rüber mal eben kurz, auch über die Pipes. Genau, aber immer aufpassen halt auf irgendwelche eventuellen Smoker oder eben Jockeys. Ich nehme mal lieber mein Medipack, weil ich habe mich gerade eben beim Sturz so verletzt. Und sicher ist sicher.
Ja, wenn du da unten bist, dann kannst du auch direkt auslösen. Ich nehme den Funkruf jetzt entgegen. Seid ihr bereit? Ich mache mal die Tür zu. Zweimal musst du den annehmen. Du hast es geschafft. Jetzt müsst ihr die Stellung halten, bis ich da bin, sagt der Pilot vom Chopper. Sagt Bescheid, wenn ihr soweit seid. Ende. Wir sind soweit. Wo sage ich Bescheid, wenn wir soweit sind? Auch nochmal einfach das Mikrofon betätigen. Aha. Tut sich nichts. Ah. Einfach ein anderes Mikro oder das hier? Nee, das Mikrofon nochmal. Vielleicht hast du schon zwei. Jetzt geht's wieder. Ja, jetzt geht's wieder. Okay, bin unterwegs. Ankunft in etwa 15 Minuten. Haltet durch. Ende. So, Gelände. Ich gehe zu Sarazar rüber und wir versuchen mal hier so ein bisschen die Stellung zu halten. Okay, ich baller erstmal mit dem Granatwerfer rein, so just for fun. Und danach ja, die Granatwerfer würde ich mir ja aufsparen, bis der Tank kommt. Okay, Vorsicht, das ist nicht da ist gut, irgendwo ein Smoker. Okay, dann geht ganz geschützt. Hunter. Ich hab sonst keine Wumme, muss ich ganz geschützt gehen. Kann mir einer den Rücken frei halten? Ja, ich schau, dass ich das hinkrieg. Wir können es mal hier probieren, aber versprechen kann ich nix. Ah, das geht schon ganz gut. Vorsicht, Jockey. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Immer die Specials zuerst machen, ja? Vorsicht, Boomer. Oh, ach, scheiße, Sarazar. Ach du Scheiße. Komm hier rüber, ich werf die erste Pipe. Warte mal, ich werf hier mal ein Dings hin. Nee, ich scheiße! Oh nein, ich bin runtergefallen. Oh. Vorsicht. Alter. Jetzt reicht's mir hier. Nicht die Boah. Siehst du wieder was? Ich sehe wieder was. Und jetzt schnapp ich mir die Wumme. Ich muss mal weiter teilen. Hinter dir ein Jockey. Ah, Alter, ihr müsst mich retten. Ich kann ja viele töten, aber wir müssen mir helfen. Ich dachte, wir sollen nicht an die Stationäre gehen. Ja, ich habe keine Waffe sonst. Also da hinten liegen welche, so eine Sniper-Wumme allerdings nur, oder eine Schrotflinte, die mir jetzt hier auch nicht wirklich hier helfen. Das sieht doch gut aus, sieht doch gut aus. Genau, können wir eigentlich gut was wegbashen. Wir müssen halt so ein bisschen... Mist, ich habe keine Muni mehr. Ja, dann musst du rüber einmal zu Sarazar. Ich halte dir den Rücken frei. Ja, haltet mir mal auch den Rücken frei. Gerade wird es nämlich gerade warm ums Herz. Ungemütlich, sag ich nur. Nein, ich will nicht die scheiß Sniper. So, ich habe meine Pipe geworfen. Sehr gut geworfen. Da kann ich die alle hier wegmöhen. Ja, die explodiert ja sowieso. Sag mal, wo ist meine Knarre? Ja, bisher geht das doch recht easy. Ja, wir haben ja noch keinen Tank. Vorsicht, hier ist der... Boah. Nein, er hat mich... Ich helf dir. Spring mal, Rumpel. Spring mal da kann hoch schnell. Kann ich nicht. Ach, gut. Ronk hat's erledigt. Ich bin ja mit, Ach, das bist du. Ich dachte gerade schon. Der Tank. Sarazar, hau ab! Alter, schon zu spät. Pam, Smoker weg im Bild. Warte mal, ich komme mit dem Granatwerfer. Komme. Attacke. Pam. Wo ist er? Er ist hinter mir. Rumpel. Ja, mir geht's nicht gut. Vorsicht, Wo ist er? Geht nach oben. Scheiße. Komm nach oben. Die Zoe rennt direkt auf den drauf. Boah, voll gesetzt. So. Erledigt. So, ich heile mich mal kurz. Sarazar, du auch. Ja. Es geht schon weiter. Au. Oh. Ich schnapp mir nochmal das Aid-Kit, was da liegt, nur zur Info, ne? Okay, ab geht's. Was? Du hast hier das letzte Aid-Kit geholt? Ja. Vorsicht, Hunter. Daneben gesprungen. Oh, das ist der Gronkh. Hinter dir, Gronkh. Jo, der ist weg. Ich kann dir den leider nicht wegballern. Der Hunter, ist irgendwie noch. Ah, da war er. So, der Hunter ist auch weg. Dankeschön. Immer gern. Geh mal ganz kurz hier auf die Rohre. Boomer. Okay, der Pilot. News, Shop of Fiverr Mercy Hospital. Vorsicht, Boomer! 10 Minuten. Boomer. Und ein Shit. Smoker. Nicht gut, ich muss mal hier rüber. Bleib auf den Rohren. Mhm. Boah, wie viel... Mach ich doch glatte Simo. Wie viele Zombies da gerade waren. Hunter. Oh, du hast mich runtergeschubst. Hilfe. Nee, ich stehe nur hier rum. Boomer schon wieder. Oh, hinter uns. Geil, warte, lass mal vorbei, Achtung. Jetzt geht's nämlich hiermit weiter. Also das stationäre Geschütz ist schon sinnvoll, Leute. Hab ich wieder keine Muni mehr.
Hunter ist tot. Ja. Es gibt jetzt momentan kommen nur so ein paar Zombies. Geht eigentlich gerade noch. Den kriegen wir platt. Das wird ein richtig guter Run, Freunde. Oh, der ist weg. Der ist weg. Ah, danke dir. Sehr gut gemacht habt ihr das, Jungs. Sehr gut. Wer braucht Heilung? Der Gronkh. Dito, Dito. Heil dich mal. Vorsicht. Ja, noch Tank. Tank. Kommt zu euch hoch. Auf Dings um. Wo ist der Tank? Wo ist der Tank? Unten. Ich seh den gar nicht. Ach, da. Huch. Brennt. Er ist tot. Yeah, das war gut. Und Smoker. Gronkh, heil dich mal zur Sicherheit. Der Chopper ist da. Ich werde schon von Zoe gerade geheilt. Der Helikopter kommt. Wir müssen zu der Heli-Plattform. Los. Hilfe, der Smoker zieht mich. Ihr müsst mir helfen. Oh. Warte mal, den Penner mache ich platt. Der kriegt's auf jeden Fall. Ist schon weg. Nee, der lebt noch. Nee, der ist weg. Der lebt noch. Kommt zum Heli, hier sind Tanks und alles da. Wo ist der Heli? Ja, hier bei der Plattform. Warte, wir müssen zum Heli. Ich werfe euch eine Pipe. Scheiße! Vorsicht, Tank! Alter, das geht nicht gut. Hier ist noch ein Tank. Wir können nicht einfach zum Heli rennen. Wir müssen! Ach, das bist du! Alter! Ich muss jetzt in den Heli rein. Schön! Scheiße, ich komm grad nicht weg! Retten. Rettet mich doch mal gerade! Ich kann grad. Hör mir nicht, warte. Gronkh muss weg! Da kommen jetzt immer mehr Tanks! Es kommen jetzt immer mehr Tanks! Nein! Scheiß Smoker jetzt auch noch! Boah. Leute, ich brauche hier dringend Hilfe. Ich liege auf dem Boden. Tschüss. Ich bin auch weg gerade. Leider muss ich ohne euch fliegen. Was? Oh, was für ein Kollegenschwein. Was bist du denn für ein Penner? Ey, ich habe euch das 10-mal gesagt, dass ich. Alter, ich bin wenigstens noch raus und wollte Sarazar helfen. Ja, du verpisst dich mit mir hin. Wir lagen direkt, lag ich vor dem Helikopter-Ding. Das macht ja keinen Sinn, wenn vier Leute sterben. Nein, du lagst nicht direkt vor dem Helikopter. Du lagst sogar unten. Ich habe dich ja gesehen, unten, wo du lagst. Direkt vor dem Helikopter-Ding lag ich. Das gibt's wo, ja nicht. Wo nur zwei Tanks rumliefen und einer... Der Rumpel, ey. Jetzt bin ich der Böse. So, jetzt muss Rumpel alleine weiterspielen. So, ich kann jetzt nicht. Zum Gedenken an Zoe, Sarazar und Gronkh. Überlebende. Sergeant Rumpel. Ja, Alter, das ist eine Bazille, Alter, der Rumpel. Kameradenschwein nennt man das. Hab ich noch nie erlebt. Das liegt ja nur daran, weil der 7 Verbandszeug verbraucht hat. Ja, natürlich. Das klaut doch auch noch, das Verbandszeug. Weißt du, der hortet das wie so ein Messi. Bei Schmerzmittel, die Rohrbomben. Boah, ich verbrauche recht wenig. Ich verbrauche immer am wenigsten. Ja, auch die von den Rohrbomben brauchst du auch am wenigsten. Oder von den Molotow-Cocktails. Aber du hast viele Smoker getötet, auch. Der Rumpel und so. Boah, 9 Jockeys, wo kamen die denn her? Ja, siehst du mal, echt, da ist überall Boomer, Smoker, Charger. Spitter. Ja, in dieser Runde war ich nicht so eine große Infizierte. Hilfe, ne? Naja, so ist das halt, ne? Das ist jetzt von der letzten Map, von dem letzten Raum bis hierhin, ne? Oh, die Zoe ist übrigens am präzisesten mit Kopfschüssen. Wundert mich nicht. Auch allgemein ist die präzise. Ja, die 1308 ist sehr gut Zombies wurden bei dieser Filmproduktion verletzt. Ich glaube, wir haben auch irgendwie 400 gerade jeder in der letzten Map zerstört, oder? Auf jeden Fall, ja. Aber es macht auf jeden Fall immer wieder spielt, aber ist halt einfach gut. Muss man sagen, Left 4 Dead. Das stimmt. Astreines Ding. Das stimmt, kann man nicht anders sagen. Man muss erstmal wieder ein bisschen reinkommen. Auf jeden Fall. Aber wenn man erstmal drin ist, macht es richtig Spaß. So, definitiv, aber wir wollen jetzt ja nicht hier so eine Moderation machen wie bei der letzten Folge, denn das ist ja nicht die letzte Folge gewesen, oder? Nee, wir haben ja auch keine $65 bekommen, fällt mir gerade auf. Was für ein Scheiß ist das denn? Außerdem müssen wir den Sergeant Rumpel ganz gewiss nochmal umbringen, nachdem er uns so hintergangen hat. Wir haben ja Friendly Fire, ne, Sarazar? Ich sag nur Gasbuddel, was wir zu tun haben. Genau. Ja, genau so einer ist das. Alter. Ja. Nur, ich habe euch 10.000 Mal gesagt, wir müssen jetzt zum Heli. Wir ja, wie soll ich denn rennen, Heli, wenn ich da 5 Minuten auf dem Boden liege? Ja, du hast, weißt du, darf ich dich mal zitieren? Moment, der kriegt jetzt nochmal einen drauf. Den mache ich jetzt nochmal weg. Egal, ob der Heli kommt. Nehmen wir mal Kriegsfilme. Weißt du, in Kriegsfilmen immer, kein Mann bleibt zurück. Genau. Bei so einem Kriegsfilm. Ey, das ist ja Real Life. Das hat doch nichts mit Kriegsfilmen zu tun. Der Sergeant heißt Sergeant Rumpel, ja? Ja, genau. Das ist hier Real Life. Das, nicht zum Spaß. Das ist Real Life. Da weiß ich schon, wenn man eine Zombie-Plage im Real Life gibt, wen ich zurücklassen werde.
mit meinem Helikopter und dann auch schön aus dem Fenster winke, wenn bei Zombieplage, nee, der Rumpel wohnt doch direkt über dem Penny, da müssen wir doch da Rewe, müssen wir uns gut stellen mit dem. Auf jeden. Ja, ich weiß aber auch der ganz Rewe genau. Ist schon längst leer, der träumt noch davon, aber ja, der Rewe ist schon lange leer, bis der da überhaupt durch sein Fenster gestiegen ist. Ach, schön, schön war's. Na gut, war's. Dann würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder, ne? Genau, ja, in der nächsten Kampagne bin ich sehr gespannt. Ja, nächste Kampagne und es wird auf jeden Fall noch Spaß gehen. Es wird natürlich noch viel länger gehen hier bei Left 4 Dead 2. Da werden noch einige Kampagnen auf uns zukommen. Wir wünschen euch noch einen super schönen Tag. Bis dahin. Bis dahin. Tschüss.